Das ist die Rosa muscosa und das ist eine der ältesten Rosen. Die wurde 1796 in Holland gezüchtet. Und die haben wir letztes Jahr als Wurzel nackt gepflanzt und die fängt jetzt an zu treiben. Ne? Und diese Rose ist dann auch verwandt mit der Rose de Recht und anderen alten Duftrosen. Also Rose de Recht? Ja, das ist die Rose. Da vorne steht auch ein Schild. Ja. Könnte man vor allem eine Rose, die aus Persien eingeführt wurde. Warum packt man eigentlich diese Hochstammrosen ein? Ja, die sind ja, die Veredelungsstelle ist ja oben. Also viele Rosen sind dann eventuell kälteempfindlich. Wenn da mal ein starker Frost kommt, können die dann absterben. Ist es dann unter dem Schutz wärmer? Ist auf jeden Fall wärmer. Ah, ja. Und auch, dass da keine Nässe sich ansiedeln kann. Also wenn da zum Beispiel jetzt nasser Schnee drauf liegt, der dann friert, dann wird die Pflanze auch beschädigt. Also das sind ja die Unkräuter sind bei uns ja am besten angepasst. Und wenn man die Rosen ein bisschen düngt, da profitiert das Unkraut natürlich besonders. Und das wird die überwuchern. Also die einmal Nahrungskonkurrenz, dann wenn das hoch wird, Lichtkonkurrenz und dann natürlich der ästhetische Aspekt, wenn man von einem Rosenbeet erwartet, dass auch schöne Rosen schön zu sehen sind, schön blühende Arrangements. Diese beiden Rosenbeete werden neu bepflanzt, jeweils mit einem Hochstamm 1,40 Meter. Und in korrespondierender Farbe eine Bodendeckerrose.